running back from the floor of the helmet. Dort werden eigene Lehrlinge ausgebildet. Damals ging es los in der PGH, drei schöne Schwerin und Werner. Heute als Malerfirma Bilde tätig und das seit März 2007. Ein Einzelunternehmen, von dem es viele bei uns im Land gibt, ein sogenannter kleiner Betrieb mit zwei Angestellten, der Sohn ist auch mit dem Unternehmen und gerade dabei, den Meisterdienst zu machen. Wir kommen zur nächsten Innung. SHKK, sage ich nur, Knöpferei und Installationsbetrieb, Peter Klobner. Und damit sind wir bei den Lehrern und Installateuren. Der Chefverbündete steht einmal auf, ist gerade dabei, Kupfer zu bearbeiten, wenn ich das von Büro nicht gesehen. Der Raumplan für die Dacheindeckung, und das ist auch Teil der Spezialisierung dieses Betriebes von Peter Klobner. Solartechnik wird großgeschrieben auf dem Land. Und das sehen wir jetzt hier auch auf diesem Fahrzeug. Sonnenkraft, da heißt die Firma von Mike Tätzchen. Er hat sich spezialisiert auf Federheizungen. Dann sehen wir die Firma von André Grube. Dann hier Heizung, Dach, Küche. Ja, und da guckt man doch gerne mal in die Badewanne, wenn man so noch mal sieht, wie immer. Die Herren des Erfolgs, die Dame würden sich in der Badewanne genießen. Den haben wir dann hier noch mal mit dem Ruhe. Und der Schiedsrichter war jetzt im letzten Jahr. Der Verzeiher kommt uns an, da noch ein Aktivierungen geschehen. Die Borde sind mit Achtung, die sich die deutsche Werbegruppe und jetzt werden die Zuhörer auch zu stehen anlegen. Die Dame der Müllerbursche, wer kennt sie nicht, sie kommt aus Funk und Fernsehen. Hier kommt sie um die Kurve und sie geht in die Winkelburger Straße ein. Sie sorgen für gute Laune und Stimmung. Ein winkelburgisches Kurgestand seit 1977 aktiv. So, dann haben wir die gleiche Erinnerung. Es gibt gerade um die Kurve die gleiche Erhutnung. Er ist der Obermeister der Fleischerinnung in Schwerin. 1952 gründete er seine Firma. So, wenn du das Plakat mal gerade haltest, dann kann ich mal gucken, wie es zu steht. Macht aber nicht, ihr braucht nicht unbedingt. Aha. Stadtfleischerei Lange OHG. Der Anfangsbuchstabe reicht mir schon. Die Stadtfleischerei ist ein Handwerksbetrieb mit einer langen Tradition. Die wurde 1878 in Schwerin gegründet und hat einen sehr hohen Eigentumsanteil, der beträgt 95%. 87 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Und hier sehen wir noch mal ein paar Produkte. Ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere große Rutsche in den Ring geworfen wurde. Oh, das riecht ja richtig gut. Und ich kann hier oben nicht weg. Und ich glaube, der Mix ist noch lange nicht zu Ende. Das tut mir sowas von gut. Oh, das war gemein. Wir kommen zur Elektrotechnik. Da gibt es wesentlich. Außer es gibt die Kunst. Das wollen wir aber heute nicht hoffen. Zur Kreishandwerkerschaft Schwerin zählt natürlich auch die Elektrotechnik. Obermeister der Elektrotechnik ist Olaf von Müller. Die Firma Schwerin Elektroinstallation ist ansässig in der Krachower Straße in Schwerin. Mit ihren 30 Mitarbeitern arbeitet die Firma auf großen und kleinen Baustellen hier in der Region. Und hier sehen Sie Leuthard Schaltanlagen, Systemtechnik GmbH. Auch das gehört heute dazu. Mitte der 50er Jahre hat Leuthard in Tuttlingen mit dem Bau von Grafostationen und mit der Entwicklung der Produktion von Schaltanlagen für Mittel- und Widerspannung begonnen. Leuthard Schaltanlage Systemtechnik GmbH wurde dann am 17.06.2006 in der Leuthard Schaltanlage in Schwerin wiedergelassen. So, ingenieurtechnische Dienstleistungen gehören natürlich zum Repertoire, das muss ich nicht erwähnen. Und hier geht es schon weiter mit Elektroanlagen auf Uwe Möller.
Wir würden uns noch mit einer neuen Glaserinnung kommen wir jetzt zur Kfz-Innung. Wir machen eine kleine Zeitreise. 37 Jahre Mazda in Deutschland, 20 Jahre in Berlin, Brücke, Wirkung, Marschmarek, in Schwerin. So sahen die Fahrzeuge damals aus, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und so sehen sie heute aus. Die Unternehmensgruppe Wirkung Marschmarek ist seit der Wende mit Handel und natürlich die Reparatur von Wasserautomobilien hier in Schwerin verknüpft. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen immer weiter entwickelt. Es gab die Marke Honda, Honda Motorräder und Nissan dazu und natürlich auch Nutzfahrzeuge. Heute sind dort 40 Mitarbeiter und jetzt unterschiedlich beschäftigt. So, man hört es, Klopfen, die Steinmetz- und Steinbildhauerinnung hat sich in den Zug eingereiht. Uwe Lange, Steinbildhauermeister. Und wie Sie sehen, sind nicht nur Grabmale für Friedhöfe, Arbeit der Steinmetze. Ganz andere Dinge werden dort hergestellt. Kulturen für Karte. Die Steinbildhauerei der Anwohner 1951 von Rolf Lange gegründet. Und hat seitdem auch den Sitz hier in der Waldstraße in Schwerin. Hier vorne noch die Firma Dehnplan Naturstein. Ja, 8 Mitarbeiter und Geschäftsführer in der Restaurierung von Dehnplan von Naturstein. Unsere Kategorie Baumeister, Fernsehdecke, Fußball, Fahrradfahrt oder Hausbrüche. Alles vermutet. Wir sehen jetzt hier die Kühe, die Rüstung, die er hier hat, für den Kreis Handwerksmeister der Kühe. Die Kühe, die Rüstung, die er hier hat, steht seit den 1.6.1993. Der Firmensitz befindet sich in der Nikolaus-Otto-Straße. Und zurzeit verfügt das Unternehmen über 37.500 Quadratmeter Gerüstmaterial. Natürlich gehören viele, viele Zubehöre dieser Firma. Letzte Plan, Bauzahn, Verkehrsschilder, Sonderkonstruktion und. Eine Firma, die auch immer wieder gerne herangezogen wird, wenn es darum geht, Erfolgsfesten zu helfen, Gebühren aufzubauen. Also die Beschäftigung ist wirklich sehr vielfältig. Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle sein, dass die Kühe-Gerüstbau-Werke haben seit Jahren den Volleyballsport beim SSC Schwerin unterstützt. ABC-Bau, die ABC-Bau der Bau GmbH ist ein Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft. Bildungsdienstleister für die Bauwirtschaft verbindet eine breite Palette von Bildungslehrgängen und Seminaren an. Hier vorne sehen wir jetzt gerade noch Zimmerleute. Das ist auch noch ganz was anderes, wo die Zeit von Betty zum